Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh. Mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein, ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät. Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Ja, hallo, ich denke, hier können wir mal einsteigen und ich melde mich mal gerade zu Wort. Willkommen bei Final Fantasy 15. Ihr merkt schon, wir spielen auf Deutsch, oh ja. Und sofern es nicht ganz schrecklich werden sollte, bleibt das auch so. Ich finde die Synchronisation ehrlich gesagt ganz solide und kann damit leben und ich hoffe ihr auch. Ja, und ansonsten, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe schon das Tutorial gespielt, alleine. Ich denke mal, das ist für euch nicht so interessant. War auch eigentlich nicht so interessant. Und ja, wir starten ins erste Kapitel, der Aufbruch. Prinz Noctis Lucis Caelum ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel, der Nachbarstaat Accordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll.
Okay, Insomnia bedeutet übrigens Schlaflosigkeit, witzigerweise. Er kommt also aus einer Stadt, die Schlaflosigkeit bedeutet. Vielleicht, weil sie so viel feiern, hoffentlich. Nicht, weil sie alle nicht schlafen können. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja. Und los! Ein heroischer Anfang unseres Abenteuers. Autoschieben auf der Straße. Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Herr Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab. Kann sie dir auch ausreißen. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst. Die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? So fest ich kann. Mit voller Kraft. Nur noch ein bisschen. Da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Ah, höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwert ab. Okay, ihr habt Großvater gehört.
mir nach. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Okay, ich glaube, wir können loslegen, was? Jungs? Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Navikarte. In deiner Navikarte in der rechten oberen Ecke wird ein Restaurantsymbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Okay. Okay, mal gucken, was es hier so gibt. Ja, dann gehen wir doch mal. Ebony Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Hä? Gil? Was ist das denn? Gil? Ach, da ist er drin. Tanken. Naja, tanken bringt bei uns jetzt gerade nicht so viel. Später vielleicht. Noct, ich glaube, unser Geld ist hier nichts wert. Ignis hat bestimmt was gewechselt. Ich frag ihn mal. Übernachtung mit Selbstverpflegung. Okay, fragen wir ihn mal. Noct, warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. Der Pleiteprinz. Der mittellose Prinz, Stufe 1, ja. Nachdem sie all ihr Geld in die Reparatur des Regalias gesteckt haben, unser hübsches Auto, brauchen Noctis und seine Freunde dringend ein paar Gil, wie die Währung außerhalb von Insomnia genannt wird. Okay? War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Tja. Okay, wir können gleich nochmal mit ihr da anscheinend reden. Achso, Sydney um Rat fragen. Okay, machen wir gleich. Ich will nochmal eben hier reingucken, was es hier so gibt. Hallo. Oh, er winkt. Hi. Hallöchen. Hallöchen. Um einzukaufen oder die Übernachtung in Unterkünften zu bezahlen, brauchst du Gil. Du kommst an die Währung, indem du Jagdaufträge abschließt, die von den Informanten vergeben werden oder gefundene Gegenstände verkaufst. Mhm. Okay. Achso, wir haben echt null. Wir haben einfach null Gil. Das ist wenig. Das ist sehr wenig. Was kann man hier denn so kaufen? Zutaten. Ich glaube, Ignis ist irgendwie der Koch, wenn ich das richtig gelesen habe. Der uns immer leckere Sachen kochen kann. Genau, und wir kriegen dafür so Buffs sozusagen. Und er kann dann wahrscheinlich im Laufe des Spiels immer bessere Sachen machen. So schätze ich jetzt doch mal. Ein gewöhnliches Pannenset. Für den Regalia ist es nicht zu gebrauchen, aber vielleicht erweist es sich ja an anderer Stelle als nützlich. Aha, okay. Sticker Hammerhead. Die schön. Oh, wir können unser Auto verschönern, oder wie? Aha. Oh. Hä, das ist ja mal geil. Wir können uns die Soundtracks holen und dann im Auto hören. Schätze ich, im Auto. Vielleicht ja auch beim Rumlaufen. Ist ja cool. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, hau rein, ne? Ja. Okay, könnt ihr mal... Hallo, weg da. Ich bin der Prinz. So, da hinten ist... Achso, das ist das Restaurant, das Hammerhead Diner. Okay, nee, Hammer Diner. Okay. Sydney. Nanu? Der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Ja, oh, den Preis runterhandeln, Geld leihen, Gladio vorschicken. Ey, also bitte, ich schick doch niemanden vor, ey. Preis runterhandeln, Geld leihen. Wir handeln mal runter, vielleicht klappt's ja. Auf null. Die Wartung ist ziemlich teuer, nicht? Hä? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr's mal versuchen?
Der Opa hat Nerven. Naja, was will man machen? Ja, 10 FP erhalten. Mhm. Fertigkeitenpunkte FP. Öffne das Menü und wähle Fähigkeiten, um unter Verwendung von Fertigkeitenpunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. Okay. Vielleicht habt ihr ja auch schon den einen oder anderen Artikel zu dem Spiel gelesen. Und ich habe ganz oft gelesen, dass die Jungs aussehen wie so eine richtig Klischee-Boyband. Und ganz ehrlich, es stimmt. Es stimmt leider. Die Klamotten, ey. Ich weiß auch nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Naja, Fertigkeiten sollen wir machen, ne? Im Menü kannst du unter Fertigkeiten die Fähigkeiten der Gruppe weiterentwickeln. Ja, FP sammeln, alles klar. Muss ich nicht durchlesen, glaube ich. Und wir haben ein Sphärobrett. Okay. So wie bei Final Fantasy X war es, glaube ich. Ja, okay. Was gibt's denn hier so? Ermöglicht nach einem Angriff in der Luft einen Schnitt in die gewählte Richtung. Gut getimtes Drücken von Viereck führt ein Ausweichmanöver durch. Aha. Erhöhter Schaden. Okay, wir haben ja eh nur 10 FP. Wir nehmen auch mal das hier. Im Idealfall kriegen wir ja vielleicht alles voll. Was haben wir hier denn noch so? Also Kampf, Teamfertigkeiten, die das Teamwork der Gefährten stärken. Okay, Statuswerte, also Resistenzen wahrscheinlich oder so. LP, okay. Erlaubtes Anlegen von 2 Accessoires, okay. Erkundung, Fertigkeiten für unterwegs. Ah, für jeden gefangenen Fisch. FP. Zelten. Ah, okay. Okay, cool. Wartemodus. Ach so, stimmt. Es gibt einen Wartemodus, also. Wir können, glaube ich, während des Kämpfens dann irgendeine Taste drücken und dann wird es quasi gefreezed und dann können wir uns Strategien überlegen. Was ist das hier? Magie! Ja, okay. Heilung. Habe ich auch nichts gegen. Kommandos. Das sind wahrscheinlich so Spezial-Kombos oder sowas. Okay. Na, ich denke mal, wir sind ja eh noch hier ein bisschen im Tutorial-Modus. Wird uns wahrscheinlich alles gleich noch erklärt. Okay. Aber seid vorsichtig! Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater. Ist das klar?